Mein Name ist Martin Luding aus Berlin und ich spiele Caveman seit 2003. Manchmal denke ich, wenn ich mit dem Gehirn meiner Frau denken müsste, mein Kopf würde explodieren. Manchmal fängt mein Kopf ja schon an zu rauchen, wenn ich nur zuhören muss. Bei Caveman geht es um die Beziehung von Männern und Frauen, das Zusammenleben und die alltäglichen Probleme, die die beiden miteinander haben. Und wir geben Tipps und Anweisungen dafür, wie man das vielleicht besser machen könnte oder warum das so ist. Und wir fanden heraus, dass Frauen mehr so auf einfühlsame, sensible Typen standen. Da haben wir uns doch gleich mal an Einfühlsamkeit überboten. Ich bin einfühlsamer als du, ne? Quatsch, ich bin einfühlsamer als du. Dafür weiß ich, was eine Frau will, ne? Und ich, was eine Frau hasst. Ja, und ich bin eine Frau, ne? Was? Günther! Tom ist ein netter, tollpatschiger, treuer Typ. Guter Kerl, den man mögen muss. Und der seine Frau nicht immer so versteht, wie sie verstanden werden will. Aber das geht ja wahrscheinlich vielen Männern so und Frauen vielleicht auch. Also Tom, was fühlst du? Kannst ja tausend Sachen fühl. Was, du meinst so fühl? Ach so, fühl. Ach so. Ja, ja, warte mal. So aus dem Bauch. Hunger? Ob ich Gemeinsamkeiten mit dem Charakter Tom habe? Eigentlich nicht so viele, aber es gibt viele Situationen in dem Stück, in denen ich mich schon auch wiederfinde. In den 50ern im Kino, der ideale Mann saß auf seinem Pferd. Er war stark und schweigsam. In den 60ern, da saß der ideale Mann auf seiner Harley. Er war stoned und schweigsam. Ja, und in den 70ern, da fing's doch schon an. Hört mal, da war Woody Allen. Ein Sexsymbol. Das Besondere an Caveman ist, dass es Männer wie Frauen gleichermaßen miteinander verbindet. Ihre Probleme, die sie möglicherweise miteinander haben, lustig analysiert. Und vor allen Dingen nicht mit einer moralischen Keule kommt, mit Lösungsvorschlägen, wie bei einer Therapie vielleicht, sondern dass man selber drauf kommt. Sag mal, Liebling, meinst du, ich könnte vielleicht meinen schönen neuen großen goldenen Kegelpokal hier oben im Wohnzimmer neben die... Was? In den Heizraum? Es gibt einige Sachen, die ich sehr schön finde, die ich sehr gerne spiele. Es hat ja immer was damit zu tun, spielt man eine Sache gerne, die mit einem gar nichts zu tun hat. Aber schmunzeln in sich hinein muss man, wenn man es selber spielt, natürlich immer dann, wenn es einem selber so geht. Und das ist eindeutig die Autoradio-Leiser-Dreh-Szene, wenn sich Männer verfahren haben. Der Jäger. Stellt euch einmal einen Jäger vor. Der Jäger konzentriert sich auf seine Beute. Fokussiert sie. Blendet dabei alles andere aus. Bis sie tot ist. Wir Männer können das klasse. Okay, wir können vielleicht nicht viele Dinge gleichzeitig tun. Deshalb müssen wir Männer auch das Autoradio leiser drehen, wenn wir uns verfahren haben. Ob ich den Neandertaler im Alltag in mir wiedererkenne, ab und an? Ja. Immer dann, wenn Situationen, die ich in Caveman spiele, mir im Alltag über den Weg laufen, aber am ehesten nach einer durchzechten Nacht, eigentlich am nächsten Morgen vorm Spiegel. Alter, was ist passiert? Hä? Hast die einzige Krone der Schöpfung laut stillschweigender Übereinkunft aller Frauen wieder zu einem Haufen roher, verlotterter Prolls geworden ist? Das Zivi-Zivi-Sille-Kiss-Me-Hiss-Me-Hissende-Hibbel-Dille-Dille. Was? Hab doch nie verstanden. Ich auch nicht. Wenn man zu Caveman kommt, kann man erwarten, dass man am nächsten Tag in der Regel Muskelkater hat vom Lachen und dass man wahrscheinlich am nächsten Tag, wenn man zur Arbeit geht, den Leuten erzählt, wo man gestern war. Tom, komm mal her. Guck nicht so, komm. Wie kannst du das da liegen lassen? Was? Was ist denn los? Wie kann ich weg? Ach so, ja, du, das war ganz leicht. Also ich bin hier hin und fallen lassen und liegen geblieben, ist alleine. Was macht das Stück komisch? Ich. Ich mach das klasse, ja! Das gefällt ihr!